Und es schifft. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Minecraft, beziehungsweise Let's Play Minecraft. So. Wir haben noch kein Dach über dem Kopf, aber unser Bett ist gesichert. Und ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund. Ja, ich habe jetzt auch endlich Musik. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Nicht wirklich was, außer dass die Musik jetzt noch recht willkürlich und random ist. Des Weiteren, ich habe jetzt stundenlang im frustrierenden Tutorials schauen alles geupdatet. Nur mein Texturenpack habe ich natürlich nicht komplett geupdatet bekommen. Ihr seht es hier schon, die Texturen wiederholen sich. Also dieses Connected Textures funktioniert leider noch nicht. Aber na gut, damit werden wir jetzt wohl oder übel erstmal auskommen müssen. Vielleicht finde ich auch bis zur nächsten Aufnahme ein Texturenpack, was dann meinen Ansprüchen genügt. Und dann haben wir schöne Texturen. Na, ich bin jetzt mehrere Texturenpacks durchgegangen und fand irgendwie keines so wirklich schön. Was benutzt ihr denn so für Texturenpacks? Oder Packs? Oder oder benutzt ihr diesen Standard-Minecraft-Look? Ich muss sagen, ich mag den überhaupt nicht, weil ich mag kein Grün. Ja, du spielst Minecraft und magst kein Grün. Ich mag nur so gelbliche Grüntöne bzw. warme Grüntöne. Und die meisten... ich bin doof. Die meisten Texturen-Packs nehmen so ein sattes, fast schon bläuliches Grün, was ich überhaupt nicht mag. Und kombinieren das dann noch mit so einem Kackbraun. Und deshalb, die sehen zwar realistisch aus, aber die Realität sieht halt nun mal scheiße aus. Und deshalb, ja, habe ich hier dieses knallige Texturenpack. Sollten wir uns vielleicht dieses jetzt bald ein Dach zimmern? Moment, wie ging das Spiel? Und Eisen sollten wir vielleicht auch mal finden. Wäre zumindest schön. Ja, Moment. So, und jetzt hier. Ah ja, ich bin bewaffnet. Hupa, hey. Ich würde jetzt sagen, erstmal verkleiden wir schön unsere Bude, damit wir es auch irgendwann mal bequem haben. Dann bauen wir uns noch ein Dach. Holz müssen wir natürlich auch hacken. Und dann können wir mal schauen, ob wir sogar noch irgendwie Höhlen finden oder einfach mal ein bisschen die Gegend erkunden. Würde mich ja schon so interessieren, was hier noch alles um uns herum ist. Da hinten zu den fliegenden Inseln möchte ich mal schauen. Dann vielleicht auch da hinten war ja irgendwo Schnee und natürlich auch unseren Wald, den wir hier um uns herum haben, ein bisschen weiter erkunden. Und die Ebenen. Ich will natürlich hier jetzt mir auch eine Kuhherde und Schafe züchten und ein Weizenfeld machen, weil wir verhungern irgendwie. Sneaky. So. Mit dieser Musik kloppen wir jetzt hier einfach mal unseren Gegenständen den Boden unter den Füßen weg. Ich präsentiere Ihnen das schwebende Bett. Tada! Wie gesagt, die Musik ist noch vollkommen random, aber daran müsst ihr euch jetzt vorerst gewöhnen, bis ich dazu komme, die Playlisten auszusortieren. Ich wollte jetzt einfach mal aufnehmen und da wollte ich Musik haben. Und warum ist hier eigentlich noch Erde drin? Bin ich doof oder bin ich doof? Da soll keine Erde drin sein. Meine Fresse. Jetzt tue ich erstmal hier drunter, ganz kurz. So, wenigstens steht das jetzt wieder. Das ist hier so ein Krater. Gut, dass ich niemals als Boden-, Fliesen-, Parkettleger arbeiten werde. Hab da irgendwie kein Talent für. Merkt man auch gar nicht. Nein. Obwohl, das sah eigentlich ganz cool aus, das Grün. Aber wenn ich jetzt hier wieder Erde hin tue, dann wächst die nicht, ne? Weil die braucht anliegende Erde. Ich traue mich irgendwie nicht raus. Aber wir brauchen weiteres Holz. Brauchen wir weiteres Holz? Das wären wir noch. Nee. Und dann tue ich mal alles Wertvolle weg. Ja, die Saplings sind total wertvoll. Na, die Kohle tue ich auch weg. Ein bisschen Erde können wir mitnehmen. Ein bisschen Kobbel können wir mitnehmen. Und wir brauchen eine zweite Kiste. So. Ich will nicht, dass es mir weiterhin auf den Kopf regnet.
Boah, jetzt dachte ich gerade, da klopft wer an der Tür. Da weiß das hier die Musik. Ja, da habe ich mich noch nicht so dran gewöhnt. Die Sticks. Ja, so, die Sticks lassen wir hier. Bisschen Erde auch. Das nehmen wir alles mit. Eine Schaufel lassen wir da. Das lassen wir da. Beiden Äxte nehmen wir mit und ein Schwert nehmen wir mit. Naja, das passt nicht. So, hier. Let's go! Hier sieht man es schon, die ganzen Blumen sind jetzt leider alle dieselben und auch der Boden, die Grastextur wiederholt sich immer. Ist jetzt nicht das Schönste, aber ich wollte unbedingt mit diesem Texturenpack weiterspielen. Achievement! Weil ich das so gerne habe und weil ich das so toll finde und jetzt war das halt nicht mehr so schön, aber na gut. Und du wirst sterben, Birkenbaum! Mit epischer Musik hacken wir den Birkenbaum. Das ist echt ein Scheißwetter. Oh oh, geht da hinten die Sonne unter. Da hinten ist schon der erste Zombie. Okay, dann. Huch! Nur noch ein bisschen Holz hier mitnehmen. Weil dann können wir uns ja bald schlafen legen. Ja, 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 ich renn schon zurück, ich renn schon zurück, ich renn schon zurück. Lalalala. Lululululu. Oh lalalalu. Ja, ist ja gut, Schaf. Möchtest du mit reinkommen? Anscheinend nicht. So. Tür ist zu, hier drin ist ausgeleuchtet. Na, tun wir mal lieber hier noch eine Fackel drüber. Nicht, dass hier irgendwo irgendwas spawnt. Das wäre irgendwie scheiße. Ich meine, unschön. So, jetzt können wir zumindest hier noch ein bisschen weiter auskleiden. Wir sollten uns auch mal irgendwann Ziegel holen. Dann können wir da irgendwie so einen Fliesenboden oder sowas für Küche machen. Oder sollen wir mal... Ich tu mal ein paar Cobblestones hier rein. Und wo hab ich jetzt meine Kohle hin? Hier drin. Boah, Kohle brauchen wir auch bald mal wieder. Verdammt. Und mir ist gerade was aufgefallen. Einen Moment. Ich habe nämlich vergessen, Steam auszumachen. Das mache ich normalerweise immer, wenn ich aufnehme, weil nicht, dass dann irgendwann pling zwischendurch kommt und wir irgendeine Steam-Nachricht haben. Das wäre nicht so toll. Boah, kann dieser Kackregen jetzt langsam mal aufhören? Ich krieg noch einen Koller hier in der Bude. Nie kann ich hier im Spiel irgendwas machen. Danke. Das war jetzt schön. Aha, da hinten brennen alle. Und hier brennt auch jemand. Hallo. Oh, sollte nicht nach dem... Sollte nicht nach dem Update jetzt irgendwie Feuer von brennenden Skeletten auf den Spieler übergehen? So, ich würde jetzt gerne ganz... Oh, wie hier alles voller Creeper ist. Meine Fresse. Ja. Ich würde irgendwie gerade gerne die Musik ein bisschen leiser machen, weil die gerade sehr laut ist. Ah, da hinten sind auch Monster. Viecher. Okay, Moment. Moment. So. Epische Musik wurde leiser gedreht. Jetzt fangen wir das Ganze nochmal von vorne an. Bisschen Holz würde ich gern hacken. Ja, Holz würde ich gern hacken. So. Wobei, von dem hier haben wir eigentlich genug. Wir brauchen nur ein bisschen Birkenholz, ne? Dann gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwo ein paar chillige Birken finden. Obwohl der hier, na, der... Ich fäll jetzt mal nur die kleinen Bäume und höre Zombies. Hier irgendwo auf einer Höhle. Aber hier sind end viele Pumpkins, also Kürbisse, das freut mich. Da holen wir uns nachher auch noch ein paar. Da, da,
Höhle müssten wir auch noch finden. Oh, Hühner, dann nehmen wir doch gleich mal die ganzen Eier mit. Boah, ich bin jetzt immer noch leicht paranoid wegen den Creepern. Das müsst ihr mir verzeihen. Da ist unsere Fluginsel. Das sieht ja auch nice aus. Oh, Kohle. Nein, und hier ist gerade so eine kleine Mücke. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber die schwirrt die ganze Zeit um mich rum. Und ich glaube, sie will mich heute noch stechen. Das wäre jetzt nicht so toll. Aber solange sie mir nicht mehr ins Gesicht fliegt. Boah, das war ganz schön viel Kohle. Das ist gut. Ah ja, wir müssen auch unbedingt noch schauen. Ich habe noch keine Ahnung von den Neuerungen, seit die 1.6 draußen ist. Ich bin nur mal rumgeflogen und habe mir ein paar Pferde gesucht. Als ich keine gefunden habe, habe ich welche selber gespawnt, um sie mir mal anzuschauen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man Teppiche craftet und alles. Das müssen wir uns alles noch gemeinsam anschauen. Ich weiß nur ungefähr, was es gibt und dann müssen wir halt gucken, wie wir da hinkommen. Fuck. Ich meine, hups. Das wäre fast in die richtige Richtung gegangen. Nur fast. Ist hier schon irgendwo Eisen? Hallo? Hallo? Lalalalalalala. Oh, wie hier alles voller Schafe ist. Schön. Oh. Da kommen ja noch richtig große Inseln da hinten. Nice. Lass mal hinschauen. Hüpfidi, 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 hüpfidi. Und mehr Pumpkins. Sieht ja geil aus. Ich dachte, das wäre nur so eine einzelne fliegende Insel, aber wenn das mehrere sind, fliegt die da hinten auch oder setzt die auf was auf? Boah. Nice. Da müssten wir eigentlich überall so Brücken oder sowas hinbauen. Hup! Fuck, ich habe keinen Sprint mehr. Oh nein! Wir müssen jetzt, glaube ich, ein bisschen... Es tut mir leid, kleines Hühnchen. Haben wir was zu fressen mitgenommen? Natürlich nicht. Vollkommen unvorbereitet mal wieder hierhin. Oh nee, komm. Ach nee. Nein! Ich wollte doch nur mein Essen holen. Ah, ich glaube, wir müssen wieder zurück. Puh. Hier gehen wir irgendwann mal hin, wenn ich vorbereitet bin. Ja. Ich habe nämlich auch Angst, hier ist so ein bisschen Schatten. Nicht, dass hier gleich irgendwas spawnt. Das wäre jetzt nicht so geil. Ah ja, Sprint haben wir jetzt auch keinen mehr. Das habe ich ganz toll hingekriegt. Muss ich mich echt selber loben. Ja, die Ecke, da gefällt mir noch nicht so. Das werden wir alles begradigen und ausbessern. Ah, das wird so toll. Was wollte ich denn eigentlich? Lehm wollte ich und Eisen, um mir vielleicht mal eine Schere zu machen, damit wir unsere ganzen Schafe hier scheren können. Und wir sind gleich kurz vor dem Hungertod. Na super. Hatten wir die noch irgendwann mal irgendwo Steaks? Oder haben wir die schon alle gefressen in der letzten Aufnahme? Ich weiß das gar nicht mehr.